Jetzt geht's wieder weiter mit Zelda. So, gestern sind wir hier aufgehört. Ich wollte hier noch gestern noch rüber gucken. Vielleicht finden wir hier irgendwas Cooles. Ist nichts. Okay. Dann Lagerfeuer. Die ist auf dem Tisch. Die Monsterwehr ist in an was? Die Monsterwehr ist im Auftrag von Pura, die Leiterin der Sperrtrupps, ausgerückt. Momentan suchen wir über unter dem schönen Schloss nach Prinzessin Zelda und ihr Begleiter. In der Gegend wurde Misma und Monster gesichtet. Es ist daher ratsam, sich vor der Abreise gut auszurüsten, Truppenanführer Ulm. Und hier kann man nichts mitnehmen. So eine Rüstung wäre nicht schlecht. Reisendes Schwert, ein gewöhnliches Schwert, das viele Reisende verwenden. Die Klinge ist zwar ziemlich angefressen, aber sie ist eigentlich sich nach was? Aber sie eignet sich nach wie vor gut dazu, Dinge aufzuschlitzen. Reisendes Schild, ein robustes Schild. Bei Abenteuer sehr beliebt. Die werden aus Tierhäute und wilden Holz hergestellt und schützen vor wilden Tieren und kleinen Monster. Die freiwillig Sachen will ich mitnehmen. Das will ich auf den Fußboden schmeißen und. Wieso glänzen die hier? Verstehe ich nicht. Aber auch im Fußball. Bam, bam. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts mehr. Da hinten. Ah, da hinten ist ja auch noch ein Schrein. Gehe ich nur zum Schrein? Da, 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 da. Bitte. Da. Jo, was ist das denn hier? Also sind wieder diese Hellfrüchte. Die Funkelfrucht. Und dann da. Oder rein? Ja, kommen wir durch. So, das haben wir auch schon mal vorgelesen. Sonst gibt es hier nichts. Loslassen.
Aber ganz, ganz ehrlich, das Spiel ist echt schön, schön gemacht. Ich wirklich schön gemacht. Was? Oh, hier gibt's wieder Chili. Roboterbaum. Wupp, wupp, wupp. Ausrüsten. Nein. Da ist die Axt. Was müssen wir? Okay, ein Forsterherberger brauchen wir nicht. Eine Truhe, eine Truhe, eine Truhe. Reisender Schwert. Ein Brunnen am Gasseberg. Nur so, also ich wusste wirklich nicht, also ich hätte mir das nicht mal zu träumen wagten, dass. Warum liegt da hier so ein Stein so unauffällig tot? Ist da vielleicht ein Krog unter? Nee, ernst. Da oben müssen wir hin, okay. Gehen wir hier lang? Ja. Bam, bam. Rückwärts warten. Yes. Da. So. Bauteile. Aber wozu? Immer hier. Ass. Okay. Ich verstehe. Aber wir haben ja den Schrein jetzt gefunden. Was ist das denn hier? Wir können aber hier nicht. Okay, das heißt, wir müssen zuerst den Schrein fertig machen und dann können wir erst uns teleportieren. Oh, jetzt regnet es. Oh. Hm.
Ne, wir müssen es ja nicht theoretisch nicht fertig machen. Wir müssen es theoretisch nur aktivieren. Weil wenn wir es aktivieren, dann kommt das Symbol auf den Fußboden. Aber wir machen es auch. Zu Pferd reiten. Die Notizen, die einfach so viel schneller weg sind. Windkraft. Aber die können wir nicht machen. Weil wir keinen Gleiter haben. Also wir haben keine Möglichkeit, um den Wind mitzunehmen. Okay, das Schrein ist also für uns momentan aktuell, glaube ich, nicht gerade der Bringer. Dann schreibe ich mir den mal auf. Nicht, dass wir es vergessen. So, wie heißt der Schrein? Da. Isogun Schrein Windkraft Leiter. Da hinten ist auch noch einer. Übelst weit weg. Wo ist denn das? Markieren? Ja. Ah ja, wollte er noch was essen? Nein, nicht trinken. Da ist ein. Oh. Und wir müssen wieder kochen. Ist es doof. Oh, das ist eine Pizza. Es ist wirklich doof, dass wir noch nicht das machen können. Beiden Gleiter habe ich schon beim Trailer gesehen. Und ich habe mich bisher überhaupt nicht gespoilert. Also, no joke, ich habe keine Videos angesehen, wo Leute das Spiel spielen. Ich habe... ein Rätsel. Ich habe keine Streams angesehen, wo die Leute das gespielt haben. Und wo es rauskam am Freitag, hat ja Kronk und Funk, die ich schon gerne beide gerne gucke, das Spiel gespielt. Aber ich habe mich dazu entschlossen, nichts zu gucken. So,
So. Bam, 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 bam. Und runter. Hä? Ah, nee, so. So. Nein. Juhu. Ja, juhu, du hast mich gefunden. Nee, wie gesagt, ich habe mir keine Streams angeguckt. Gar nichts hin, Jana. Schaffen wir das? Jo, da habe ich mich gefunden. Hier hoch. Und hier hoch. Kurz warten. Was sind das denn hier hinten? Goblin-Lager. Was ist das da hier? Das ist ein Turm. Auch ein Turm. Wow, 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 wow. Goblin-Knochen. Ein unheimlicher Knochen, der auf auch abgetrennt noch weiter bewegt. Hoffentlich hält er zumindest einen in der Tasche still. So alt, dass er schnell kaputt geht. Und da waren wir ja schon drinnen. Und den haben wir schon angemarkert. Pop, pop, pop. Ja, Tarnzapfen. Wächst an Bäumen in ganz Real. Er enthält Öle und brennt daher gut. Wird er ins Feuer geworfen, lässt er es auflodern. Ha? Achso. Da 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 da. Ein Schwert. Wo sind die? Ah, da. Okay, da. Ist einer explodiert. Was? Achso. Okay, okay. Ich hab schon gedacht, dass wieder ein Blutmund kommt. Aber es kann eigentlich nicht sein, weil... Weil wir ja vorletzte Nacht einen Blutmund hatten. Ruine von Stadt Hyrule. Oh, Hyrule. Jo. Dann labern hier wir mir hier mit. Dann labern wir hier mit den Menschen. Link. Bist du vom Schloss zurückgekommen? Da stellte ich die ganze Zeit hier Wache und trotzdem und krieg trotzdem nichts mit, wie du hier rausmarschieren bist. Oh. Na, wie es scheint.
habe ich noch eine jede Menge Training vor mir. Truppenführer Hollywood weiß bestimmt immer noch nicht, dass du zurück bist, Link. Er ist oben auf dem Tor des dritten Walds, dort auf dem Hügel, hinter dem Tor. Beeil dich und statte ihnen Report. Ich bin mir sicher, dass er überrascht sein wird, dich zu sehen, Link. Yep. Danke. Da hinten ist auch noch ein Schrein. Hallo? Okay, irgendwie müssen wir hier durch. Ich glaube, ich gehe lieber rechts lang. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Wer ist da? Wir sind hier alle in hoher Alarmbereitschaft. Die Suche nach Prinzessin Zelda und Herr Link läuft auf Hochtüren. Also hau ab und lasst uns hier nicht im... Link? Ich meinte, ehrenwerter Ritter Link? Bitte verzeiht, dass ich euch nicht sofort erkannt habe. Ich wusste ja gar nicht, dass ihr schon wieder aufgetaucht seid. Was heißt dann wohl, wir können die Suche nach euch einstellen, ja? Einverstanden? Auf jeden Fall sollten ihr euch so schnell wie möglich zum Truppenführer Holt beim Tor des dritten Walds melden. Ich folge einfach diesen Weg da hier. Yep, machen wir, machen wir, machen wir. Aber ich glaube. Ist dann, glaube ich, normal, dass hier regnet. Erinnern wir uns schon einmal gerade, ja. Moin. Link, der große Ritter? Nein, das ist unmöglich. Hier ist der Unbefugte der Zutritt verboten. Wer nicht Teil des Zeldas Rucktrupps ist, hat hier auch nichts zu suchen. Befehl von Truppenführer Holt. Du kannst natürlich versuchen, dir den Truppenführer eine Ausnahmegenehmigung zu holen. Er muss sich bei den Turm des dritten Walds innerhalb dieses Weges aufhalten. Oberhalb dieses Weges. Hoppla, wohin des Weges? Huschusch, weitergehen. Hier kommst du nicht rein. Wie hartnäckig du bist. Ich kann mich nur wiederholen. Du darfst hier nicht rein. Sonst wird Truppenführer wütend. Und das wollen wir doch alle nicht, oder? Und du kannst natürlich versuchen, dir den... Okay. Das heißt also, rein den dürfen wir auch nicht. Spurt, Echse. Eine schnelle Echse, die oft zu wissen und in Wäldern zu finden ist. Zusammen mit Monsterzutaten gekocht wird sie ein bisschen beleuchtet. Okay. Nehmen wir ein bisschen schneller. Hm?
Lesebereich haben wir schon durchsucht. Leider haben wir die keine Prinzessin, keine Spur von der Prinzessin Zelda gefunden. Warte mal. Du nicht der große Held Link? Ja. Wie aus den Gesicht geschnitten. Pass auf, wenn du Truppenführer Holm dich sieht, könnte er vom Schock vom dritten Wall herfallen. Runterfallen? Uiu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 
Es gibt wohl auf der ganzen Welt keine Waffen mehr, der den Klingen nicht scharf, schartig ist. Verfressen? Oh, ein Neuling. Ja, als das Katalysmus über uns kam, wurde Schwerter, Lanzen und sämtliche Klingenwerkzeuge plötzlich angefressen. Wir haben schon überall nach inaktiven Waffen gesucht, aber es scheint, als wäre wirklich ganz Hyrule davon betroffen. Reparieren kann man sie ja auch schlecht. Uns bleibt nichts anderes über, als diese Waffen mit irgendwas zu verstärken. Hä? Da oben ist er. Nee, da oben ist er nicht. Warte mal. Wenn wir hier runtergehen, unsere Fähigkeit, wir können uns... Nein, nicht da. Teleportet. Ich habe meinen Bereich jetzt komplett durchsucht und bin hier gelandet, damit man mir eine neue Aufgabe zuweist, aber Truppenführer scheint etwas, naja, angeplant zu sein. Traue ich gar nicht, ihn anzusprechen. Endlich suchen. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Ich werde nicht mehr. Link, ihr seid es tatsächlich. Ich bin so froh, dass es euch gut geht. Dann ist Prinzessin Zelda bestimmt auch in Sicherheit, oder? Oh. Da bin ich erleichtert. Wie bitte? Prinzessin Zelda ist nicht mit euch zurückgekehrt, aber ihr habt ihre Stimme gehört? Und nun wollt ihr der Suche nach ihr anschließen? Ich verstehe gar nichts mehr. Wir sollten auf jeden Fall die Suche nach Prinzessin fortsetzen, ja. Wir waren natürlich sehr dankbar, wenn ein Held wie ihr euch uns anschließt. Ehrlich gesagt halte ich unserem Erfolg sich bisher stark im Grenzen. Hier ist uns überall das Missmal im Weg. Herr Truppenführer, Prinzessin Zelda. Prinzessin, ihr seid wohlauf. Ihr habt es doch auch gesehen, oder Link? Prinzessin Zelda hat sich ins Licht aufgelöst und ist verschwunden. Was geht nur hier vor sich? Stell, wir müssen handeln. Warum hat Prinzessin Zelda nicht auf meinen Ruf reagiert? Und ist einfach verschwunden? Dieser Vorfall muss unverzüglich Direktor Pura gemeldet werden. Angesichts der Situation ziehen wir uns ebenfalls von hier wissen zurück. Aber das wird eine Weile dauern, denn wir sind eine ziemlich große Einheit. Könnt ihr
An meiner Stätte, was? Könnt ihr an meiner Stadt, Direktor Pura, über diesen Begegnungen unterrichten? Ja, können wir machen. Können wir machen. Bam, 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 bam. Runter. Hier will ich auch mal gucken. Da ist ein Windrad. Das heißt also, da ist ein Krog. Hallo. Hallo. Hola. Nein, nein, nein. Juhu, du hast mich gefunden. Ja, haben wir. Tschüss. Nee, jetzt regnet es wieder. Das ist nie gut. Das ist nicht gut. Da, 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 da. Oh, da ist ein Schrein. Habe ich den schon markiert? Ja. Wenn ich hier runter gehe. Da hinten ist das Schrein. Nein! Oh, nee. Da ist auch ein Schrein. Du Datenschwert? Ja, austauschen. Gegen so ein Billow. Auf den Fuß und schweißen, ja. Hm.
Wenn man hier rausgeht. Wenn ich da runterfalle, komme ich nicht an Land. Und hier müssen wir ja noch was essen. Nein! Reisebogen! Oh, ein Pilz. Was bist du denn für einer? Okay, auch eine Höhle. So, yes. Ah. Geschafft. Wieso sind hier diese ganzen Steine? Okay, kann man nicht durchschlagen. Wir sollten lieber auch die Waffe wechseln. Die Kathedrale. Da habe ich mich gefunden. Bitte schön, ein Krogsam. Tschüss. Aber wir müssen auch den Part beenden. Wir machen den Part jetzt beenden. Also ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen, Support ist kein Wort. Damit ihr kommt auch unterlassen. Und morgen gehen wir weiter. Morgen machen wir das. Und dahinter ist dann auch der Schrein. Und da hinten ist auch noch ein Schrein, aber den gehen wir nicht hin. Weil wir dann mal ruhen müssen. Uhu. Hurra. Uhu. Zu den Direktoren. Also, bis morgen. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht's weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann versucht mich einfach bei Twitch. Lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao, ciao.